allerseits, hier ist der Phil. Heute seht ihr ein sogenanntes Rework-Video. Das Filmmaterial stammt aus dem Jahre 2016. Vor ungefähr 7 Jahren war es mir prinzipiell gar nicht so wichtig, wie lange so ein Video geht. Mir ging es ursprünglich darum, einfach so genau wie möglich zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es heutzutage natürlich schwierig und so habe ich mich jetzt nochmal hingesetzt und das Originalmaterial aus dem Jahre 2016, was wirklich ganz gut ist, nochmal zu überarbeiten und dieses Tutorial-Video auf ungefähr 1 Stunde runterzubrechen. Wesentlich kürzer geht es aus meiner Sicht nicht, weil das ganze Thema natürlich auch sehr, sehr komplex ist. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video und ja, für die englischen Zuschauer habe ich mich bemüht, einige ja, zumindest englische Instruktionshinweise unter die Videoclips zu legen, sodass eventuell auch englischsprachige Zuschauer etwas davon haben. Viel Spaß dabei. Ausgangslage für diese ganze Nummer war überhaupt nur, ja, man kann es so sagen, eigene Dummheit. Und zwar habe ich natürlich, als ich den Wagen damals neu gekauft habe, versucht, die Ansaugbrücke zu lackieren. Und bei der ganzen Aktion ist mir leider eine Schraube in irgendein Kerzenloch, glaube ich, hineingefallen und hat dementsprechend Schaden verursacht an einem Ventil. Und das war überhaupt nur der einzige Grund, warum ich den ganzen Zylinderkopf ausgebaut habe. Ja, und somit habe ich mich hier rangesetzt und habe bei der Gelegenheit den ganzen Zylinderkopf revidiert. Und im Zuge dessen zeige ich euch natürlich auch, wie die Ventile eingestellt werden, wie man den Zahnriemen auflegt und so weiter und so fort. Allerdings werde ich zu diesen Themen auch nochmal ein gesondertes Video irgendwann machen, sobald das an meinem Auto erforderlich ist. Schritt Nummer 1 ist natürlich, den Ventildeckel abzunehmen. Das ist relativ einfach, den habe ich hier bereits schon abgenommen. Und so liegt hier unser 6-Zylinder-Reihenmotor frei. Und hier sieht man bereits hier das besagte Ventil. Ihr seht hier, dieser Kipphebel hat unglaublich viel Spiel und das ist natürlich nicht normal. Und der Grund ist einfach, dass dieses Ventil, was hier betroffen ist, einfach offen steht, sodass der Kipphebel zu viel Spiel hat. Ja, wir fangen wir an. Also das Erste, was man machen sollte, ist immer sich erstmal anzugucken, was hat man hier alles für Bauteile. Insbesondere die ganzen Schläuche hier an so einem Motor müssen alle markiert werden. Also ich habe mir ein System hier ausgedacht, die ganzen Schläuche einmal hier mit Tape zu markieren, also mit Zahlen und Buchstaben zu bezeichnen und natürlich zur Sicherheit mache ich immer auch Fotos. Ne, man weiß nie, was passiert. Im Zweifelsfall könnt ihr auf eurem Handy nachschauen, ob die Teile, die ihr dann ausbaut, noch in Position sind. Der M20-Motor verfügt über sehr, sehr viele Schläuche. Insbesondere sind es Unterdruckschläuche, die ihr hier habt. Also von der Ansaugbrücke, aber auch von der Zündanlage kommen viele Schläuche. Dann hier an der Spritzwand laufen Benzinleitungen entlang und so weiter und so fort. Und nachdem wir uns den Überblick verschafft haben und entsprechende Markierungen angebracht haben, fangen wir jetzt an mit dem Auseinanderbauen. Hier sehen wir das Startventil. Das ist für den Kaltstart. Hier sind auch einige Luftschläuche und auch ein blauer Stecker, den wir entfernen müssen. Die Kabelbinder, die vorhanden sind, kneifen wir natürlich ab. Die Kerzenleiste kann man einfach an die Seite legen. Also wichtig ist, dass ihr dann am Ende genug Platz habt, um den Zylinderkopf rauszuheben. Also man muss nicht zwingend alles abbauen, man kann auch die Sachen einfach zur Seite legen. Hier haben wir die Halterung unseres Unterdruckventils, was sich auf der Ansaugbrücke befindet. Das wird abgeschraubt. Und da oben sieht man auch noch den Mechanismus für den Gaszug. Das ist jetzt hier der Anschluss zwischen Drosselklappe und Luftmengenmesser. Da haben wir einfach zwei Schlauchschellen. Der Luftmengenmesser kann im Prinzip drin bleiben, den müsst ihr nicht unbedingt rausnehmen. Könnt ihr natürlich, das ist nicht allzu viel Arbeit. Hier weiter unten ist der Kaltlaufschieber heißt das Teil, glaube ich. Da laufen auch noch irgendwie Kühlflüssigkeit durch. Da müssen nachher auch noch die Schläuche gelöst werden, beziehungsweise dieser Schieber abgenommen werden. Die Drosselklappe lässt sich hier recht einfach abschrauben. Das sind nur
vier Muttern, die gelöst werden müssen, und dann kann man das ganze Teil abnehmen. Hier unten ist noch vom Drosselklappensensor ein Stecker und die Dichtung der Ansaugbrücke. Hier ist das Kaltstartventil, da ist schon einiges ab, jetzt noch ein paar Schrauben und am Ende dann haben wir noch einen kleinen blauen Stecker hier, den ihr abziehen müsst. Hier ein Blick nochmal auf den Kühler. Hier unten wird natürlich Kühlwasser abgelassen. Na, gar nicht die Frage, einfach unten aufdrehen. Und wenn das gemacht ist, dann läuft euer Kühlwasser hier unten raus und dann kann man hier natürlich den Kühler ausbauen. Ich fange hier mit den oberen Kühlerschläuchen an. Das Wasser ist hier raus. Die Motorhaube könnt ihr übrigens drauf lassen. Es ist natürlich etwas unbequem, aber es bleibt natürlich euch überlassen, ob ihr euch die Mühe macht, die Haube abzubauen vorher oder nicht. Vorne wird die Niere natürlich rausgenommen und die Grillgitter und dann kommt man auch von vorne an den Motor und hat auch einen guten Blick und vernünftige Lichtverhältnisse. So, der Kühler ist jetzt raus. Nun kommt das Lüfterrad dran. Wichtig beim Lüfterrad ist, das Teil hat ein Linksgewinde. Das bedeutet, zum Festschrauben wird es nach links gedreht. Demzufolge müsst ihr beim Lösen natürlich nach rechts drehen. Das Ganze hat einen, glaube ich, 36er Mausschlüssel benötigt ihr dafür. Man kann in der Regel das Teil so lösen. Wenn das nicht funktioniert, müsstet ihr auf den Schlüssel einen Prellschlag mit einem Hammer geben und dann könnt ihr das Lüfterrad einfach abnehmen. Hier haben wir noch mal einen kurzen Blick auf die Zahnriemenabdeckung und einige Thermostatschläuche. Da sind noch diverse Schläuche und auch Stecker, die man natürlich dann lösen muss. Hier sind wir unten an der Kurbelwelle am Schwungrad. Das, was wir jetzt machen müssen, wir müssen zunächst den Zylinder, also Zylinder Nummer 1, auf den oberen Totpunkt stellen, und zwar auf den Verdichtungs-OT. Um das Ganze nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, zeige ich euch hier nochmal das Viertaktprinzip des Viertakt-Ottomotors. Der erste Takt ist Ansaugen, der zweite Takt ist Verdichten, der dritte ist Arbeiten und der vierte Takt ist Auslassen. Der Kolben ist im Ganzen zweimal am oberen Totpunkt. Und wir benötigen den Verdichtungs-OT. Wie das Ganze genauer funktioniert, das könnt ihr, wenn ihr Interesse daran habt, in meinem letzten Motorradvideo nochmal euch anschauen. Da habe ich ziemlich genau erklärt, warum und wieso das so ist. Hier geht es erstmal nur darum, ihr müsst im Prinzip den Arbeitstakt rausfinden, also den Takt, wo die Ventile anfangen sich zu überschneiden. Und wenn dieser Arbeitstakt war, und die Ventile sich überschneiden und dann als nächstes der Kolben oben steht, habt ihr den ersten Zylinder auf OT. Es gibt natürlich auch Markierungen, die kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, um das einzustellen. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Na, also die Kurbelwelle wird nach rechts gedreht, also immer in die richtige Drehrichtung drehen. Und dann kann man beim Drehen des Motors die Nocken beobachten und schauen, dass sie in der richtigen Stellung sind. Hier ist nochmal das besagte Ventil, der Kipphebel, der klappert. Na, aufgrund dessen muss das Ganze natürlich gemacht werden. Hier sieht man nochmal die Stellung der Nockenwelle. Also wenn ihr oben in den Kopf reinguckt, seht ihr, dass die Nocken der Nockenwelle im 45-Grad-Winkel nach unten wegzeigen. In diesem Zustand haben in der Regel beide Ventile Spiel und das bedeutet, in diesem Zustand kann man das Ventilspiel einstellen oder in diesem Fall halt auch am Ende den Zahnriemen abnehmen. Die Aggregate, die ihr hier seht, ist einmal die Wasserpumpe mit dem Keilriemen und die Lichtmaschine. Wir müssen jetzt erstmal diese ganzen Aggregate hier lösen, beziehungsweise die Riemenscheiben, und das Beste, was man macht,
ist, bevor man den Keilriemen abnimmt, erstmal die ganzen Muttern zu lösen, damit ihr noch etwas Gegendruck aufbauen könnt. Für die Riemenscheibe der Wasserpumpe benötigen wir eine 10er Nuss. Da reicht eine Viertelzollknarre. Man braucht wirklich nicht viel Kraft, um das zu lösen. Im Notfall drückt ihr einfach oben ein bisschen auf den Keilriemen und könnt etwas Gegendruck aufbauen. Das gleiche gilt auch für die Schwungscheibe, die muss abgenommen werden. Die Schrauben sind natürlich etwas fester. Ein bisschen aufpassen, dass ihr die Kurbelwelle nicht dreht. Allerdings sind die Losbrechkräfte nicht so groß, dass ihr befürchten müsst, dass die Kurbelwelle sich dreht. Jetzt kann man die Scheiben abnehmen. Wenn ihr den Keilriemen vorher abnehmt, ist es ein bisschen schwieriger, die Schrauben zu lösen, weil ihr eventuell natürlich riskiert, dass sich der Motor mitdreht. Eine Sache noch, die Schwungscheibe hat eine kleine Nut, ein kleines Löchlein innen drinne und am Kurbelwellenstumpf ist ein kleiner Splint. Da müsst ihr nachher darauf achten, wenn ihr das Teil wieder zusammenbaut, dass es auch in der richtigen Position sitzt. Da haben wir noch eine kleine OT-Markierung, da sitzt der obere Totpunktsensor. Und zwar ist der dafür da, dass man den oberen Totpunkt erkennen kann, wenn das Schwungrad noch eingebaut ist. Das benötigen wir jetzt allerdings nicht. Die nächste Markierung, die wichtig ist, ist die hier unten am Kurbelwellenstumpf. Da haben wir einmal eine kleine Strichmarkierung auf diesem Stumpf und hier im Gehäuse ist eine Markierung. Man sieht, die stehen übereinander. Ist also ein Indikator dafür, dass der Zylinder auf dem oberen Totpunkt steht. Die nächste Markierung befindet sich am Nockenwellenzahnrad. Und zwar hier oben auf dem Nockenwellenzahnrad ist ein Strich und auch dort am Zylinderkopf befindet sich ein Strich. Und wenn die übereinstimmen und unten die Markierung übereinstimmt, dann befindet sich der entsprechende Zylinder auf dem oberen Totpunkt. Was bei diesem Motor auch noch wichtig ist, ist dieses Zahnrad. Also nicht einfach den Zahnriemen abnehmen, ohne die Position des Zahnrades hier zu markieren. Und zwar, der spezielle Motor hat eine Transistorzündanlage, die wird über dieses Zahnrad quasi gesteuert. Und wenn ihr einfach das Zahnrad wegnehmt, dann verstellt ihr die Zündanlage. Also nicht einfach abziehen das Ganze. Hier nochmal die relevanten Punkte, die ihr benötigt. Das ist vor allen Dingen nachher wichtig, wenn ihr das Teil wieder zusammenbaut oder auch wenn ihr den Zahnriemen wechselt, benötigt ihr jedes Mal diese Markierung. Um die Ventile einzustellen, nicht unbedingt, das kann man natürlich auch anders machen. Hier nochmal die relevanten Markierungen unten an der Kurbelwelle. Und hier mit dem Stern gekennzeichnet unser Zahnrad für die Transistorzündanlage. Man kann einfach mit einem Lackstift einfach eine Markierung an das Zahnrad machen und an das Gehäuse. Dann sind wir wieder oben dabei. Hier oben löse ich gerade den Druckregler. Erstmal die Schrauben lösen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten hier, wo man anfängt mit dem Auseinanderbauen. Hier haben wir zum Beispiel den Anschluss von der Diagnose. Der wird einfach rausgedrückt und da ist auch noch ein Halter, den müssen wir nachher abschrauben, weil der stört nachher, wenn wir den Kopf rausnehmen. Links daneben befindet sich eine Dose für die Benzinversorgung. Dann ziehen wir hier diverse Kabel ab. Das geht rüber zum Thermostat vom Kühlsystem. Und hier unterhalb der Brücke befinden sich die Einspritzventile. Diese Stecker, also 6 Stück, müsst ihr abziehen. Die Einspritzventile selber können drinnen bleiben, sogar die Einspritzleiste kann drin bleiben. Also ist nicht zwingend notwendig, diese Einspritzleiste hier auszubauen. Es ist etwas fummelig nachher, das Ganze zusammenzubauen, aber solltet ihr die Ventile, also die Einspritzventile ausbauen, müsst ihr die sehr, sehr sorgfältig sauber machen, um sie nachher wieder einzubauen, macht eine Menge Arbeit. Ja, dann hier diverse Leitungen, die sich um den Motorraum schlängeln. Wichtig zu wissen ist, hier einige von diesen Kabeln laufen unter der Ansaugbrücke durch. Na, das heißt, von der einen Seite müsst ihr die Kabel unterhalb der Ansaugbrücke hindurchziehen.
drauf achten. Unten drunter sind auch noch einige Entlüftungsschläuche, die teilweise an der Ansaugbrücke angesteckt sind. Hier ist nochmal der Thermostat. Jetzt geht es an unseren Krümmer. Das ist natürlich nicht ganz so angenehm, weil diese Krümmerschrauben können natürlich über die Jahre ziemlich festgegammelt sein. Was man machen kann, sie vorher mit WD-40 einzusprühen. Wenn das alles nichts helfen sollte, macht es Sinn, die zu erhitzen. Bei mir war das hier zum Glück nicht notwendig. Allerdings ist es etwas mühsam. Ihr müsst immer so ein bisschen abwechselnd von oben und von unterhalb des Autos an die Schrauben bzw. die Muttern rankommen, um die Schrauben bzw. Stehbolzen zu lösen. Das kann ein bisschen dauern, bis ihr alle Schrauben gelöst habt. Man kann den Krümmer auch unten drunter vielleicht auseinanderschrauben, aber allerdings habt ihr natürlich noch eine Menge andere Schraubverbindungen, die eventuell vergammelt sind. Und es ist nicht unbedingt ratsam, jede Schraube aufzumachen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Dann können wir hier bereits anfangen, die Zylinderkopfschrauben zu lösen. Wichtig ist, die richtige Reihenfolge zu beachten. Beim Lösen fangen wir mit den äußeren an und lösen über Kreuz. Wer von euch ein Werkstatthandbuch hat, der kann das nachlesen, in welcher Reihenfolge, aber im Prinzip ist das immer dasselbe. Wenn man mehrere Schrauben, also Gehäuseschrauben löst, fängt man außen an und arbeitet sich kreuzweise nach innen und beim Anziehen ist es genau umgekehrt. Die Zylinderkopfschrauben machen wir natürlich dann neu. Ja, hier bin ich schon etwas weiter. Den Zylinderkopf habe ich so rausgehoben. Ich hatte gerade nicht die Möglichkeit, hier die Kamera richtig hinzustellen, weil ich da alleine war. Aber es war alles frei und der Zylinderkopf ließ sich sehr, sehr einfach rausziehen. Die Krümmer müssen an die Seite gezogen werden. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass die Stehbolzen am Zylinderkopf eben nicht durch die Krümmer behindert werden. Ja, da ist das ganze Teil. Man sieht hier auch, dass die Ansaugbrücke noch dran ist. Also wenn ihr nur den Zylinderkopf abbauen wollt, könnt ihr eigentlich diese Ansaugbrücke dran lassen. Hier unten sieht man einen O-Ring. Der wird uns nachher noch beschäftigen. Und hier sieht man auch ein offenstehendes Ventil. Da ich ja den Zylinderkopf komplett revidieren möchte, wird natürlich hier die Ansaugbrücke schon mal abgebaut. Hier sind die entsprechenden Dichtungen. So, jetzt kommt man hier über diese Nockenwellenradseite an die Kipphebelwellen dran. Die kann man vorsichtig rausklopfen. Die stehen natürlich unter Spannung, weil die natürlich durch die Ventile unter Spannung gehalten werden. Ja, und hier ist der Übeltäter. Man kann vielleicht erkennen, dass das Ventil hier leicht krumm ist, na, also leicht verbogen. Und letzten Endes hat diese kleine Schraube, die ist mir durch das Kerzenloch gefallen, hat sich ungefähr an diese Position gelegt und hat dafür gesorgt, dass das Ventil nicht mehr schließen konnte. Gott sei Dank ist das Teil nicht in den Zylinder gefallen. So, jetzt können wir hier die Kipphebelwellen nach und nach rausziehen und dann unsere Kipphebel entnehmen. Wichtig bei der ganzen Sache ist, die Kipphebel zu markieren. Sämtliche Bauteile sollten wieder an die Stelle kommen, wo ihr sie entnommen habt. So, da ist nun unser ausgebauter Zylinderkopf schon hier etwas sauber gemacht und jetzt können wir anfangen mit der Revision. Das erste, was ich jetzt hier mache, ich nehme eine Bohrmaschine und einen Drahtkopf und mache erstmal die Ventilteller von unten sauber. Wo ihr ein bisschen darauf achten müsst, dass ihr mit eurem Drahtaufsatz nicht auf die Dichtflächen kommt vom Zylinderkopf, damit ihr da später keine Dichtigkeitsprobleme bekommt. Es macht auf jeden Fall Sinn, die Ventile vorher zu reinigen, beziehungsweise die Ölkohle zu entfernen, bevor ihr sie ausbaut. Das macht das Ganze etwas einfacher. Zwischendurch schadet es nicht, den Zylinderkopf etwas sauber zu machen. Hier verwende ich jetzt hier mein Ventilausbauwerkzeug. Das ist von Luis aus dem Motorradzubehör. Funktioniert wunderbar. Im Prinzip ist es so, dass diese Klemmen die Ventilfeder zusammenpressen, sodass ihr die Ventilkeile entnehmen könnt. Etwas komfortabler ist es natürlich, wenn man das zu zweit macht.
Alleine muss man so ein bisschen schauen, wie man sich den Zylinderkopf hindreht. Das Werkzeug muss perfekt auf dem Teller angesetzt werden, richtig ausgerichtet werden. Wenn es dann richtig ausgerichtet ist, kann man dieses Gewinde hineindrehen und dann die Ventilfeder komprimieren. Hier sieht man das nochmal aus der Nähe. Das Werkzeug ist hier richtig angesetzt. In der Mitte befindet sich der Ventilschaft und da drinnen sind zwei sogenannte Ventilkeile. Die kann man erst entnehmen, wenn das Ventil genügend komprimiert ist, beziehungsweise die Ventilfeder. Man sieht hier, wie langsam die beiden Ventilkeile freigelegt werden. Und wenn die frei sind, kann man die zum Beispiel mit einem kleinen Magneten rausheben. Ich würde etwas darauf achten, dass die Dinger nicht verloren gehen. Diese Ventilkeile sind sehr, sehr klein und verschwinden dementsprechend schnell. Wenn die Keile entnommen sind, kann man das Ganze wieder lösen und die Ventilfeder zusammen mit dem oberen und unteren Teller entnehmen. Auch die Ventilfedern sollten natürlich wieder an den gleichen Platz kommen, später beim Einbau. Das Ventil lässt sich jetzt einfach rausdrücken und entnehmen. Hier das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Das gleiche nochmal. Man kann hier deutlich auch erkennen, dass die Ventilkeile konisch sind. Die lassen sich sinnvoll also nur in einer Richtung später wieder einbauen. Hier mal ein Blick auf das Ventil. Das ist natürlich ziemlich verschmockt. Das ist das Einlassventil, glaube ich. Die Auslassventile sind häufig etwas dunkler, weil die auch höhere Temperaturen haben und die Abgase da rausgehen. Es ist aber völlig normal, dass Ventile auch im Laufe der Zeit Ablagerungen haben. Das ist allerdings kein Grund zur Beunruhigung. Die Ablagerung kann man entfernen und die Ventile natürlich in der Regel wiederverwenden. Hier jetzt ein Blick auf unsere Ventilschlaftdichtungen. Die Ventilschlaftdichtungen sind dafür verantwortlich, wenn zum Beispiel der Ölverbrauch in dem Auto ansteigt. Das sind eigentlich nur diese kleinen Dichtungen, die ja dafür sorgen, dass Öl vom Zylinderkopf in den Brennraum gelangt. Diese kleinen Gummidichtungen sind auf Messinghülsen aufgesetzt. Die lassen sich recht einfach mit einer Zange abziehen. Diese Messinghülsen, die ihr da drunter seht, das sind die Ventilführungen. Zwischendurch macht es Sinn, wieder sauber zu machen. Das Ganze kostet natürlich etwas Zeit, weil ihr habt ja hier in dem Motor 12 Ventile.
Als nächstes machen wir die Ventilsitze nochmal richtig schön sauber. Denn diese Ventilsitze werden dann noch weiter bearbeitet, genau wie das Ventil. Man sieht hier die Dichtflächen des Ventils. Diese Dichtflächen müssen absolut in Ordnung sein. Wenn die nicht in Ordnung sind, dann ist der Motor undicht. Als nächstes haben wir hier unsere Ventileinschleifpaste. Die Paste streichen wir auf die Ventilsitze und auch auf die Dichtflächen der Ventile. Diese Paste enthält Schleifpartikel und wenn das Ventil dann gedreht wird, werden dann quasi die Ventile in den Ventilsitz eingeschliffen und die Passung wird verbessert. Ja, wie macht man das Ganze? Wenn das Ventil wieder reingesteckt ist in die Führung zusammen mit der Paste, kann man einen sogenannten Pömpel da drauf setzen. Der saugt sich fest und dann benutzt er das Teil im Prinzip wie ein Quirl. Bisschen problematisch ist, dass dieser Gummipömpel immer wieder abrutscht, wie ihr hier sehen könnt. Das liegt einfach daran, dass das Ventil von unten etwas schmierig ist. Es macht auf jeden Fall Sinn, den Ventilteller von unten etwas mit Bremsenreiniger zu säubern. Dann haftet das Gummi einfach besser. Man merkt am Anfang, wenn man beginnt, das Ventil schnell zu drehen, dass der Widerstand doch relativ groß ist und man hat mahlende Geräusche. Aber irgendwann spürt ihr und hört ihr auch, dass diese Geräusche sich verändern, etwas weicher werden. Und das ist im Prinzip der Indikator, dass ihr genug geschliffen habt. Na, also solange ihr noch so Mahlgeräusche hört, so relativ grobe, schleift ihr weiter. Was natürlich auch wichtig ist, das seht ihr hier mal exemplarisch, die Ventile von Ablagerungen zu befreien. Man kann mit verschiedenen Werkzeugen das machen. Ich benutze hier einen Dichtungsschaber. Wichtig, ganz wichtig ist, auf keinen Fall diese Dichtfläche hier zu beschädigen. Na, das ist relativ bröckelige Ablagerung hier an diesem Einlassventil. Was man auch machen kann, ist hier so ein bisschen Schleifpapier oben zu verwenden. Wie gesagt, aufpassen, auf keinen Fall auf die Dichtflächen kommen. Man kann auch Maschinen dafür benutzen, um das Ventil zu reinigen. Das ist letztendlich euch überlassen. Hier das Ganze nochmal etwas näher. Na, also beide Dichtflächen bestreichen. Wichtig ist noch, wenn ihr das Ventil wieder zurückschiebt in die Ventilführung, dass der Ventilschaft auf jeden Fall komplett sauber ist. Ja, damit ihr auf keinen Fall diese Schleifpaste in die Ventilführung bekommt, weil die muss absolut dicht sein. Das Einschleifen, sage ich mal, dauert vielleicht 5 Minuten pro Ventil, je nachdem, wie lange ihr euch dafür Zeit nehmt und wie verdreckt die Ventile vorher sind. So, hier haben wir unsere neuen Ventilschaftdichtungen. Die werden natürlich erneuert, sind im Prinzip Pfennigartikel. Ich mache da etwas Öl auf die Ventilführung. Ja, da kann man einmal versuchen, die natürlich mit der Hand da drauf zu drücken. Das funktioniert allerdings nicht besonders gut. Was auf jeden Fall Sinn macht, hier so eine kleine Nuss zu nehmen, eine passende, und dann ganz, ganz vorsichtig diese Ventilschaftdichtung drauf zu tickern. Darauf achten, die Geräusche ändern sich beim Schlagen. Also ihr spürt ganz genau, wenn die Dichtung quasi auf der Messingoberfläche der Ventilführung aufsitzt. Also auf keinen Fall zu doll drauf rumhämmern, sonst beschädigt ihr die Ventilführung. So, wenn diese Führungen erneuert worden sind, können die Ventile wieder eingebaut werden. Wichtig ist, die Ventilführung bzw. die Schaftdichtung erst dann zu erneuern, wenn ihr mit dem Einschleifen fertig seid. Sonst riskiert ihr eventuell, dass Schleifpartikel eure neuen Ventilschaftdichtungen beschädigen. Das Ganze nochmal sauber machen, den Ventilschaft schön einölen und dann das Ventil reinschieben.
den unteren Ventilfederteller wieder auflegen. Dann kommt die Ventilfeder. Der obere Ventilfederdeckel kommt noch drauf und dann kann man bereits das Werkzeug wieder ansetzen und die Feder so weit komprimieren, dass wir dann die beiden Ventilkeile wieder einsetzen können. Für mich geht das hier am besten mit der Hand. Man kann es auch mit einer Spitzzange versuchen, aber das müsst ihr einfach ausprobieren. Bei mir hat wirklich gut funktioniert, mit den Fingern die Keile da reinzulegen und den Rest mit einem kleinen Schraubenzieher in die richtige Position zu schieben. Wenn die Ventilkeile richtig sitzen, dann kann man ganz langsam das Werkzeug wieder lösen, damit die Feder wieder ihre volle Spannung erhält. Immer wieder überprüfen, ob die Ventilkeile auch wirklich richtig sitzen. Und dann am besten von oben drauf nochmal Druck geben mit diesem Hammerstiel. Da kann man nochmal sicherstellen, dass der Sitz korrekt ist. Tja, das Ganze natürlich mal 12. So, wenn das Ganze jetzt soweit ist und ihr alle 12 Ventile drin habt, dann können wir unsere Kipphebel wieder einbauen. Dazu schieben wir die Kipphebelwelle langsam in den Kopf und schieben nach und nach die korrekten Kipphebel auf die Welle. Das ist etwas fummelig, weil natürlich die Ventile auch Spannung ja, ausüben durch die Nockenwelle, ne? Es macht auf jeden Fall Sinn, diese Kipphebelwelle etwas einzuölen, überhaupt alle Teile einzuölen und auch auf Sauberkeit zu achten. Zwischendurch gucke ich hier immer mal wieder nach dem Fotos auf meinem Handy, weil ich natürlich auch hier vorher Fotos gemacht habe, weil wir da einige Klammern auch haben, wo ich mir auch nach einiger Zeit noch merken kann, wie die positioniert waren, damit ich da keine unnötigen Einbaufehler mache. Ja, hier haben wir die Halteklammern für die Kipphebel. Achtet darauf, dass die wirklich in den davor gesehenen Nuten sind. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig kontrollieren. Wichtig nochmal, dass jeder Kipphebel wieder da ist, wo er vorher auch war. Immer nochmal checken, ob auch alles wieder so ist wie vor dem Ausbau. Hier wichtig noch ist diese kleine Metallplatte, die führt unsere Kipphebewellen, die muss dann bündig abschließen. Und auch diese kleinen Gummipuffer, die ihr da unten seht, die dichten den Zylinderkopf gegen den Ventildeckel ab. Sollten die Dinger undicht sein, kann es sein, dass ihr Leerlaufprobleme habt, weil der Motor Nebenluft saugt. Also ganz wichtig. So, der Kopf ist jetzt fertig und wir können unseren Motor wieder für den Einbau des Kopfes vorbereiten. Die Dichtflächen mache ich hier sauber mit einem Dichtungsschaber,
sollte bei euch die Dichtfläche hier total versifft sein, sorgt dafür, dass kein Dreck in die Kühlkanäle kommt. Dann haben wir hier bereits unsere neue Zylinderkopfdichtung. Die passt nur in einer Position. Nochmal schauen, dass die auch richtig sitzt. Es gibt hier so mehrere Führungsbuchsen. Ja, und dann kann der Zylinderkopf wieder aufgesetzt werden. Das ist natürlich alleine auch etwas knifflig, weil das Teil wiegt ein paar Kilogramm. Was vor allen Dingen stört, ist unser Krümmer. Es macht auf jeden Fall Sinn, hier unten den Krümmer etwas wegzuziehen, vielleicht mit einem Spanngurt, weil sonst die Stehbolzen vom Zylinderkopf immer wieder hier mit dem Krümmer in Berührung kommen. Darauf achten, dass ihr die Zylinderkopfdichtung nicht beschädigt. Das dauert eine Weile, bis der Kopf dann in der richtigen Position ist. Zu zweit geht das Ganze natürlich besser. Wichtig natürlich noch die Dichtung, die Krümmerdichtung, dass die korrekt sitzen, also nicht vergessen. Ja, dann kann man bereits neue Zylinderkopfschrauben einsetzen. Das sind welche mit Vielzahn-Torx. Die sind jetzt hier schon drin und die werden jetzt kreuzförmig festgezogen von innen nach außen. BMW schreibt im Handbuch vor, dass die in mehreren Schritten angezogen werden sollen und am Ende sollen die 65 Newtonmeter bekommen. Danach soll man den Zylinderkopf nochmal so eine Viertelstunde ruhen lassen und dann nochmal nachziehen. Es wird sogar teilweise empfohlen, mit dem Teil nochmal zu fahren und das alles nochmal zu kontrollieren. Das habe ich mir allerdings hier geschenkt, weil das natürlich auch bedeutet, wenn man sowas macht, dass man den Deckel wieder abschrauben muss. Und so weiter und so fort. Und ich denke, hier mit den 65 Newtonmeter sind wir gut bedient. Dann kommt hier das Ölrohr wieder oben drauf. Das muss man vorher natürlich ausblasen, sauber machen, damit hier die Ölversorgung für die Nockenwelle gewährleistet ist. Und dann kommen hier diese Wärmeleitbleche, die kommen nochmal zwischen Krümmer und Zylinderkopfstehbolzen an die korrekte Position. Bevor hier die Krümmer muttern bzw. Stehbolzen, je nachdem, was da drin ist, festgeschraubt werden, kommt noch etwas Kupferpaste auf die Gewinde. Für den Fall, wenn nochmal jemand da dran muss, dass die Muttern nicht festbacken. Es ist immer sinnvoll, das zu machen. Es könnte auch sein, dass ihr das Ganze wieder lösen müsst. Also nicht einfach nur festschrauben und das war's, sondern solche Kleinigkeiten sind schon wichtig. So, dann ist jetzt hier unser Zahnriemen wieder aufgelegt. Die Markierungen stimmen natürlich noch, weil ich habe die Kurbelwelle unten natürlich nicht verdreht. Das Nockenwellenrad oben natürlich in die richtige Position mit der Markierung oben, dann nochmal unten überprüft. Hier ist nochmal der Blick auf die Zündanlage. Die Transistorzündanlage, die wird durch die Welle gesteuert über unseren Zahnrad. Na, und hier ist natürlich unser Steuerzahnrad, das in der korrekten Position wieder ja, mit dem Zahnriemen eine Einheit bildet. Also alle Markierungen mehrfach überprüfen. Und natürlich, wenn das Ganze zusammengebaut ist, solltet ihr den Motor natürlich auch noch mit der Hand drehen. Hier nochmal ein Blick auf den Zündverteiler. Im korrekten Zustand ist es so, dass diese Kupferlasche hier oben mit einer kleinen Markierung an der Außenseite vom Gehäuse übereinstimmt. Ich habe hier oben ein kleines Stück Tape angebracht, weil die Markierung ist so dünn, die ist kaum zu erkennen. Also der Punkt dieser Kupferlasche muss im Prinzip mit der Gehäusemarkierung übereinstimmen. Solltet ihr nicht aus Versehen die Zündung verstellt haben, braucht ihr euch da nicht drum zu kümmern. Aber es macht natürlich auch Sinn, nochmal zu überprüfen, ob die Zündung noch genauso steht wie vorher. So, das nächste, was wir machen können, die Ventile natürlich einstellen, wenn das Ganze wieder zusammengebaut ist. Dazu brauchen wir natürlich eine Fühlerlehre, dann ein
10er Schlüssel und ein kleines Werkzeug, um den Exzenter zu verstellen. Vorgeschrieben bei BMW ist 0,25 für beide Seiten, also Einlass- und Auslassseite. Es wird aber empfohlen, beim E30 lieber auf 0,3 einzustellen. Ich benutze also hier eine 0,3 Fühlerlehre, also 3 Zehntel Millimeter. Und mit diesem kleinen Imbusschlüssel hier bewege ich den Exzenter. Da ist ein kleines Löchlein und mit diesem Exzenter könnt ihr den Abstand zwischen dem Kipphebel und diesem Exzenter regulieren. Und den Exzenter so weit drehen, dass die Fühlerlehre stramm durchgeht. Hier kann man dann zwischendurch überprüfen, ob da Spiel vorhanden ist. Also die 0,3 mm Fühlerlehre muss schwer durchgehen, wirklich schwer. Natürlich nicht mit Gewalt, aber straff durchgehen. Und das muss man so lange ausprobieren, bis es passt. Also immer wieder die Kontermutter lösen. Den Exzenter verstellen, wieder leicht festziehen und wieder neu nachmessen. Das Ganze natürlich auch hier mit dem Auslassventil. Hier nochmal der Exzenter, ne? Also wenn man den hoch und runter dreht, verändert sich das Ventilspiel. Nach wie vor ist natürlich dieser Zylinder auf dem Verdichtungs-OT. Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass ihr für jeden Zylinder natürlich den Verdichtungs-OT einstellen müsst. Im Prinzip das Ganze mal 6. Was ich immer noch mache, klar, ich drehe natürlich die Kurbelwelle in Drehrichtung, um den Motor zu bewegen. Und ich mache es immer so, dass ich noch in das Zündkerzenloch einen Schraubenzieher reinschiebe, um den oberen Totpunkt nochmal zu erfüllen. Um nochmal sicherzustellen, dass der Kolben sich wirklich oben befindet. Aufpassen, dass der Schraubenzieher beim Drehen des Motors nicht eingeklemmt wird. Normalerweise kann man das Ganze auch so machen. Bei dem 6-Zylinder-Motor ist es auch so, dass eigentlich in einer Stellung sogar 2 Zylinder immer gleichzeitig im korrekten OT stehen. Diese Methode verwende ich aber nicht, weil ich lieber mir etwas mehr Zeit nehme und jeden Zylinder einzeln hier kontrolliere, beziehungsweise immer wieder auf OT drehe, also OT erster Zylinder, OT zweiter Zylinder und so weiter bis Nummer 6. Das Ventile einstellen mit dieser Methode dauert ungefähr eine Stunde, kann man sagen. So, da ist unser Ventildeckel wieder drauf mit neuer Dichtung. Jetzt sieht das Ganze schon wieder gut aus. Und jetzt können wir uns dran machen, das Ganze wieder zu komplettieren. Hier ist die Ansaugbrücke. Ja, das große Problem mit der Ansaugbrücke, das kommt gleich noch. Hier zunächst baue ich jetzt den Zündverteiler wieder zusammen. Wie gesagt, solltet ihr keinen Fehler machen mit der Steuerung der Zündanlage. Das heißt, wenn ihr das Zahnrad nicht antatscht bzw. nicht verstellt, braucht ihr auch an diesen Zündverteiler nicht rangehen. Das heißt, das Ganze kann zusammenbleiben. Es macht natürlich Sinn, trotzdem mal einen Blick hier reinzuwerfen, um zu schauen, in welchem Zustand der Zündverteiler ist. Allerdings muss man das nicht unbedingt machen, sofern man keine Fehler macht beim Zahnriemen auflegen. Das ist hier nochmal die Plastikabdeckung des Zündverteilers. So, da haben wir unser Problemrohr. Und zwar, dieses Rohr stützt quasi die Ansaugbrücke gegen den Motorblock ab. Und die Schwierigkeit ist, dass
das Teil federunterstützt ist. Und es funktioniert auf jeden Fall nicht, das Ganze einzubauen ohne einen gewissen Trick. Und zwar, was ihr machen müsst, im unteren Bereich, wo dieses Rohr in den Motorblock gesteckt wird, befindet sich ein O-Ring und eine Feder. Und diese Feder wird vorher komprimiert mit einer Schelle, also zusammengequetscht. Das bedeutet, das Rohr lässt sich dann mehr reinstecken, also tiefer reinstecken. Wenn nachher die Ansaugbrücke in der richtigen Position ist, dann kann man mit einem Schraubenzieher diese Schelle wieder aufschrauben und entfernen und dann entspannt sich die Feder und dieses Rohr sitzt in der korrekten Stellung. Bevor ich das nochmal im Detail zeige, hier nochmal die Dichtung der Einlasskanäle. Ja, da ist unsere Ansaugbrücke zusammen mit der Einspritzleiste, die ist da drauf. Das ist durchaus ziemlich fummelig. Also ich würde euch fast raten, solltet ihr wirklich nur den Zylinderkopf abbauen, zum Beispiel weil ihr eine Zylinderkopfdichtung wechseln wollt, dann würde ich persönlich die Ansaugbrücke dran lassen. Weil die Ansaugbrücke ist mit vielen Schrauben fest und es ist sehr, sehr schwierig, da dran zu kommen. Da braucht ihr eine Knarre mit sehr vielen Verlängerungen. Das ist etwas fummelig und kostet Zeit. Allerdings bei einer Motorrevision ist es natürlich erforderlich, die Ansaugbrücke abzunehmen oder wenn ihr sie natürlich lackieren wollt. Allerdings ist der Aufwand ziemlich erheblich. Hier nochmal das Rohr. Man sieht hier die komprimierte Feder, die mit einer handelsüblichen Schlauchschelle komprimiert ist. Wichtig ist dieser schwarze O-Ring, der darf auf keinen Fall beschädigt werden. Weil wenn der beschädigt ist, dann ist euer Motor unten undicht und ihr verliert Öl. So, dann wird dieses Rohr in den Motorblock gesteckt. Man sieht hier, die Ansaugbrücke ist oben aufgesteckt, passt gerade so über das Rohr. Und wenn ich dann anfange, die Schelle rauszuziehen, dann entspannt sich die Feder und das Rohr sitzt mit dem O-Ring oben und unten in der richtigen Position. Also versucht am besten gar nicht erst das Ganze ohne Komprimieren der Feder zu versuchen, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ja, die Kerzen sind wieder drin, die Zündkabel sind wieder drin, die Zündkerzenleiste ist wieder drin. Krümmer sind festgeschraubt. Jetzt fehlen hier noch diverse Ventile, diverse Schläuche. Hier unten ist das der Zusatzluftschieber mit den ganzen Schläuchen wieder angeschlossen. Wichtig ist, ihr müsst darauf achten, es gibt auch einige Entlüftungsschläuche, die unterhalb der Ansaugbrücke verlaufen, wie hier zum Beispiel. Schaut, dass die wieder in der richtigen Position sind und auch der Kabelbaum muss für die Einspritzleiste wieder unten drunter durchgeschoben werden. Also unter der montierten Ansaugbrücke und dann kann man den Kabelsatz für die Einspritzventile wieder anstecken. Was ich machen würde, auch die Einspritzventile bzw. die Stecker zu markieren, damit die nachher wieder an die richtige Position kommen. Dann wird hier das Startventil wieder montiert, die Benzinleitung hier am Ende, das ist die Kraftstoffleitung. Hier dieser blaue Stecker, der Druckregler. Wichtig bei dem Druckregler, der hat zwei O-Ringe unten drunter. Beziehungsweise einer ist es, glaube ich, nur. Passt auf, dass er den nicht kaputt macht. Hier haben wir noch einen Stecker für die Kühlwassertemperatur. Diverse Luftschlauchanschlüsse. Und ja, hier kann die Drosselklappe wieder montiert werden. Der Stecker vom Sensor wieder aufstecken. Das Ganze wieder montieren. Und jetzt können wir die restlichen Sachen komplettieren. Hier sieht man das Thermostatgehäuse. Da geht auch nochmal ein Wasserschlauch dran. Also dieser Motor hat wirklich unglaublich viele Schläuche. Ich rate euch also dringend davon ab, einfach Schläuche einfach abzuziehen, ohne zu wissen, wo die nachher wieder hingehören.
Dann der Luftschlauch wieder zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappengehäuse wird wieder festgeschraubt mit den beiden Schellen. Die Schellen natürlich sorgfältig festziehen, damit ihr keine Nebenluftprobleme habt. Das gilt übrigens für alle Schläuche. Solltet ihr irgendwelche Schläuche im Auto haben, die porös sind, am besten direkt austauschen. Früher oder später verursachen die Ärger. Mehrfach hier den Sitz der Schlauchverbindung überprüfen. Die Schläuche dann wieder mit Kabelbinder fixieren, dass das Ganze wieder vernünftig aussieht. Dann hier wieder das Gaszuggestänge wird wieder an der Brücke montiert. Dieses Unterdruckventil kommt dran und dann wird der Gaszug wieder eingehangen. Unterdruckschläuche an der Ansaugbrücke werden aufgesteckt. So, jetzt geht es hier unten weiter. Hier hängt noch unser OT-Sensor. Na, der ist hier an der Abdeckplatte unten an der Kurbelwelle befestigt. Der kommt wieder an die zugehörige Schraube. Und dann kann natürlich auch die Zahnriemenabdeckung wieder drauf montiert werden und die Lichtmaschine wieder festgeschraubt werden. Die müssen wir nachher natürlich noch einstellen, wenn der Zahnriemen unten wieder aufgelegt ist, beziehungsweise der Keilriemen, um die korrekte Lichtmaschinenspannung wieder einzustellen. Beziehungsweise Keilriemenspannung natürlich. Hier oben befindet sich noch ein Halter. Noch diverse Schrauben hier an der Abdeckung werden hier festgeschraubt. Kabel wieder vernünftig verlegt, mit Kabelbindern festgemacht. Jetzt werden unsere Schwungräder bzw. das Wasserpumpenzahnrad oder Keilriemenrad wieder montiert. Die Schwungscheibe wird korrekt aufgesetzt und dann wieder festgeschraubt. Die Schrauben werden jetzt erstmal nur vorab angezogen. Richtig anziehen würde ich die erst, wenn der Keilriemen wieder aufgelegt ist. Ähnlich wie beim Demontieren. Das ist die Keilriemenscheibe wieder. Für die Wasserpumpe. Die ist ja mit 4 Schrauben festgeschraubt. Und dann kann der Keilriemen wieder aufgelegt werden. Und die endgültige Spannung stellt man dann am Arm ein, der mit der Lichtmaschine verbunden ist. Die Keilriemenspannung würde ich nach Gefühl einstellen, sodass ihr den Riemen etwas runterdrücken könnt. Natürlich nicht zu stramm, aber auch nicht zu locker. Hier diese obere Schraube, die muss man von innen gegenhalten. Da ist so eine Verzahnung dran.
diese Verzahnung bewegt sich quasi auf dem Arm und verstellt somit die Lichtmaschinenspannung. Hier sieht man, wie ich das von innen gegenhalte. Jetzt etwas Druck auf den Keilriemen ausüben und dann lässt sich hier das Wasserpumpen-Keilriemenrad festziehen. Es reicht handfest, das sind nur M6-Schrauben, die kann man aus dem Handgelenk festziehen. Ja, jetzt noch die letzten Schläuche, natürlich die ganzen Kühlwasserschläuche werden wieder montiert. Einmal natürlich der Kühler drüben wieder eingebaut, die Schläuche festgemacht. Den Kühler kann man im Prinzip jetzt erstmal hier reinstecken und entweder die Zarge direkt einbauen, wie hier, oder was glaube ich noch etwas besser geht, wenn man dieses Lüfterrad gemeinsam mit der Zarge von unten oder von oben ins Fahrzeug schiebt. Wichtig ist hier wieder das Linksgewinde beachten. Das bedeutet, wenn ihr das Lüfterrad aufsetzt, dann links rumdrehen, um das Ganze festzuschrauben. Was mir hier geholfen hat, mich unter das Auto zu legen, bis das Gewinde greift. Es ist natürlich sehr eng dort. Und wenn das Lüfterrad drauf ist, dann könnt ihr es ja festziehen mit dem Schlüssel. Ja, und dann ist der ganze Spaß fertig. Dann bleibt nur noch der Startversuch und der Motor läuft. Ja, das soll es jetzt gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Beziehungsweise hören uns bald wieder. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Feedbacks. Bis später.